Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von mir auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt es ja auch schon gerade kurz am kleinen Intro gesehen gehabt, dass ich hier gerade kurz aufgeräumt habe. Es wird so ein kleiner, produktiver Nachmittag nach dem Online-Schooling. Also ich dachte mir, ich könnte irgendwie auch mal sowas machen. Also, ja, ich habe hier gerade mal kurz alles aufgeräumt. Das alles, was ich gerade so aufgeräumt habe, Schulsachen und sonstiges, sind jetzt aufgeräumt. Was ich dann jetzt gleich machen würde, weil es ist jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, bis die Essen wieder aufmacht, denn ich muss dabei ja was abholen. Also, ja, muss ich dann gleich ja dorthin und dann das Rezept holen. Und ja, danach beginnt dann so ein bisschen mehr Produktivität am Nachmittag nach dem Online-Schooling. So, dann begebe ich mich jetzt mal, weil es jetzt 16 Uhr und die Frauenärztin macht deshalb wieder auf. Gehe ich mal schnell hin, hole das Rezept, komme dann wieder kurz zurück, um die Flaschen abzuholen. Dass ich dann noch dann geschwind dann etwas einkaufen kann für mich und vielleicht auch noch für Mama, wenn sie später dann halt wieder noch einkaufen gehen sollte oder will mit mir. Dann, ja. Also dann gehe ich mal schnell zur Frauenärztin. So, es ging ja ganz schnell. Also gehe ich erst dann kurz nach Hause, hole ich dann noch kurz die Sachen zu einkaufen. Und dann gehe ich mal ein paar Groceries shoppen. Naja, nur halt das, was man braucht. Ne? Und Einkauf erledigt. Dann drehe ich mal ein schnelles Video von dem Einkauf und dann mache ich mal erst dann mein Workout. Ja, also schon mal so gut wie alles weggeräumt. Dann gehe ich jetzt in mein Zimmer und mache jetzt endlich mein Workout. Ich warte schon so ganz lange drauf, dass ich es endlich machen kann. Also gehe ich dann mal jetzt schnell in mein Zimmer. So, dann beginne ich mal mit meinem Workout. Heute ist ja Upper Body und Abs dran, also beginne ich dann mit dem Video hier von Pamela Reif. Und ja, ich melde mich dann nach dem Sport wieder bei euch. Also das Größte ist auch schon so vom Tag dann erledigt. Ich will nur kurz leiser machen, dass es nicht so laut ist. Also das meiste ist dann größtenteils für heute erledigt. Ich glaube, heute werde ich dann nicht mehr das Berichtsheft schreiben. Dann mach es einfach ein andermal anstatt heute. Aber ein bisschen Me-Time wird es auf jeden Fall gleich noch geben, denn es ist schon 19 Uhr und ich würde mich dann auch schon gleich abschminken. Filme ich halt das halt kurz auch wieder ein bisschen ab. Und ja, dann mache ich auch schon gleich essen und dann kommt auch schon bald DSDS. Also das schaue ich mir lieber dann an, bevor ich mich dann noch hier im Zimmer verrotte. Also ja, also gehe ich mich erstmal dann abschminken und dann, ja, mache ich mir dann bald mein Essen. Ich bekomme schon so langsam Hunger. Ich muss halt nur schauen, was, ne?
mit meiner Reinigung am Gesicht bin ich fertig. Dann gehe ich mal gucken, was ich mir zum Essen mache. Und ja, dann ist der Abend auch so dann sozusagen schon fast vorbei. Also, ja, dann gehe ich mal gucken, was ich mir dann schnell zum Essen mache. So, meine Lieben, also mein Essen ist gerade fertig geworden. Wieder recht simpel und ging auch wieder recht schnell. Denn so sieht es hier jetzt aus. Also so Tacos mit Spaghetti daneben. Noch das restliche Hack, was noch damit dabei war. Ja, das werde ich mir jetzt drüben im Wohnzimmer schmecken lassen. Bald kommt ja auch dann DSDS und werde es mir dann erstmal anschauen. Und später geht es dann auch dann in der ersten Pause kurz dann weiter mit meiner Routine. Dann würde ich dann auch bestimmt den Vlog oder so kurze Abendroutine beenden wollen. Aber ja, das lasse ich mir dann jetzt mal schmecken. Ich habe Riesenhunger. So, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe gerade kurz meine Zähne geputzt gehabt und ich mache jetzt nur noch ganz kurz die restliche Hautpflege, dass ich es später nicht vorm Einschlafen machen muss, sondern jetzt, währenddessen ich dann noch die DSDS anschaue, obwohl es gerade wieder anfängt, aber egal, es geht ja schnell. Naja Leute, wenigstens kann ich gerade ein bisschen was machen, was ich schon machen wollte, also so einiges auf meiner To-Do-Liste streichen. Cool. Wenn jetzt gerade auch mein Bruder am Telefon ist mit meiner Mutter, kann ich ihn auch fragen wegen meinem Drucker. Denn es wäre eigentlich praktisch, wenn ich es von mir aus selber irgendwie drucken könnte für die ganzen Schulsachen und sowas. Mal schauen. Ja, also war eigentlich relativ entspannt, nicht so stressig. Ja, also ich konnte relativ gut das machen, was ich schon noch machen wollte heute. Aber morgen mache ich dann den Rest. Plus noch halt Sachen, die ich vielleicht noch zusätzlich dann mache. Mal schauen. Ja, der Tag lief eigentlich dann so ganz gut. So nach der Schule etwas Produktivität mit Videos drehen. Also ein Video. Dann mit dem hier zwei. Und dann, ja. Da war noch so einiges drauf. Ja. Ihr kennt wahrscheinlich auch schon meine aktuelle Hautroutine. Die bleibt auch noch so, wie sie ist. Ich versuche mich aber vielleicht mal ein bisschen mit Produkten wieder mal umzuwandeln. Mal schauen. Aber ja. Es ist dann halt immer so gut, wenn man am Abend dann schon ready fürs Bett ist und man dann nicht mehr wirklich viel davor machen muss. Dann mache ich es jetzt halt irgendwie ganz schnell mit dem Serum. Danach kommt je nach Bedarf entweder das Rosenwasser oder gleich meine Creme. Mache aber gleich die Creme. Oh Mann. Wenn das Ganze mit Corona nicht wäre, hätte man bestimmt viel mehr irgendwie so machen können. Aber geht leider nicht. Ihr seht, meine Haut ist auch irgendwie nicht mehr allzu sehr so mit Pickeln oder sowas überhäuft. Also es bessert sich schon irgendwie mit den Jahren. Und mit der Pille hatte ich da bis jetzt noch nie so wirklich irgendwie
irgendwelche Beeinflussungen, denn das war generell nur so von meinem Körper aus, denn ich wusste, wann das irgendwie immer eintritt und sonstiges. Ja, falls ihr irgendwie mal dazu von mir mal ein Video sehen wollt, wie es gerade bei mir so ist wegen der Pille, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, dann mache ich es euch gerne mal, wenn ihr das gerne sehen wollt. Ja, also, meine Hautroutine ist dann so schon fertig. Ich wäre schon so gut wie bettfertig, aber ich schaue mir jetzt dann noch das ja, zu Ende an. Es ist auch erst gerade noch 21:12 Uhr. Die Sendung wurde ja auch etwas verschoben wegen den Corona-Nachrichten, ihr wisst ja. Ja, also, hiermit beende ich dann das Video. Also ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und natürlich nicht zu vergessen, mich zu abonnieren. Ihr könnt es jederzeit gerne tun. Es ist ja kostenlos. Und natürlich nicht zu vergessen, die Glocke daneben zu aktivieren. Denn so bekommt ihr immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Also macht sicher, dass ihr alles aktiviert. Und auf Instagram könnt ihr auch gerne folgen. Dort bin ich auch immer wieder mal aktuell. Sowohl auch in den Stories. Also, ja, checkt gerne da auch mal ab. Und ja, ansonsten würde ich nochmal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!